Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology. Ja, es ist eine Weile her, muss ich zugeben, dass die letzte Folge gekommen ist. Über eine Woche. Hauptgrund war Ostern. Ja, in der Zeit konnte ich nicht aufnehmen, wegen Familie und so. Und in der Woche danach war wieder Arbeiten angesagt. Ja, deswegen nehme ich jetzt dieses Wochenende auf. Heute kann ich allerdings nicht so lange, deswegen gibt es heute nur eine Mission in der Aufnahmesession, das vorwegzunehmen. Aber ich möchte wenigstens ein bisschen was aufnehmen wieder. Also deswegen legen wir gleich in der Kampagne los. Kampagne spielen mit der Mission 26, Bündnis. Und starten einfach mal. Skuld, was? Warum haben Sie... Verrat. Ihr tragt das Banner von Volstagg, einem Riesen, der die Menschen in dieser Gegend überfällt. Darum haben sie euch angegriffen. Einer der Tricks, mit denen Loki die Nordmänner dazu bringt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wer seid ihr? Das ist Regin Leif, eine Dienerin Odins. Sie versucht, Ragnarök aufzuhalten. Sie hat uns ausgesandt, Gargarensis zu folgen. Das stimmt, und er ist in der Nähe. Im nächsten Tal gibt es noch ein paar Clans. Wenn sie noch am Leben sind, können wir sie vielleicht davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Dann sollten wir aufbrechen. Das Banner könnt ihr hier lassen. Jo. Also ja. Erst einmal... Hilft uns! Die Trolle greifen an! Ja! Und raus! Ja, erstmal Action hier. Folgen Sie die Fahrt zum ersten Wikinger-Clan. Also wir müssen weitere Wikinger-Clans davon überzeugen, uns zu helfen. Und ja, wie wir gerade in der Zwischensequenz gesehen haben, ist Skuld Loki gewesen. Und der hat uns mit diesem Banner mächtig verarscht. Viele Menschen, die entlang dieses Pfades arbeiten, leben in einem Wikinger-Dorf ein kleines Stückchen weiter. Wenn sie ihnen auf ihrem Weg helfen, könnte das ihre Sache dienen. Schwerpunkt Valkyren. Ja, weil wir haben ja hier jetzt auch eine neue Heldin, die mit Speeren wirft. Die Trolle haben die Höhlen erobert, aus denen wir das meiste Gold fördern. Bitte helft uns. Hab Dank, Fremde. Folgt uns. Unser Häuptling Schwarzhammer wird euch empfangen. Jo. Hier oben schaffen sie ruhig weiter, während wir ins erste Dorf gelangen. Danke, dass ihr meine Männer beschützt habt. Ihr könnt diese Gebäude benutzen, um den Angriff vorzubereiten. Ja. Wer da? Grötschet. Tilbuin? Ja. Ja. Jetzt kriegen wir ein paar Gebäude zur Verfügung gestellt. Eigentlich eine ganze Siedlung. Achtung, vor uns sind Trolle! Tilbuin? Mit ein paar Zwergen. Tilbuin, ja. Tilbuin, ja. Einem Aufzwerg. So, wir haben hier zwei Zwerge. Du lad mal dein Gold ab und komm nach da unten. Weil die Zwerge sind besser im Gold sammeln. So, werden wir hier die Trolle, die uns gerade angreifen, erledigen. Eine Zwergengoldmine. Das ist nett. Wir könnten theoretisch ins dritte Zeitalter, brauchen wir aber in der Mission, soweit ich weiß, gar nicht. Wir sind... Die Trolle greifen an! Wo greifen uns noch Trolle an? Hier wäre ein Hafen, der gehört allerdings nicht uns. Deswegen bauen wir uns einfach einen eigenen Hafen. Wir können übrigens, wie man sieht, keine Häuser bauen. Das heißt, wir müssen eigentlich im Großen und Ganzen mit dem, was wir hier haben, auskommen. Und wir haben nicht genug Holz. Also geht ihr mal Holz sammeln. Ich mache noch zwei Arbeiter für Felder.
Esto. Malista. Ne. So, während ich mit dem kleinen Trupp, den ich habe, weiter vorschreite. Und eigentlich sollte ich die Handel der Donnerkrieger demnächst erforschen, dass meine Hersen stärker sind. Von denen ich leider keine habe. Also gehen wir mal hier rein und kümmern uns um die Trolle. Zerstört den Zugang zur Unterwelt. Die Trolle erhalten durch ihn Verstärkung. Das sind ja hauptsächlich eigentlich Trolle, die uns angreifen. Deswegen sollten wir mit ein paar Hersen gut bedient sein. Wir haben ja eh eigentlich hauptsächlich nur Helden. Also jetzt haben wir nur noch Helden. So. Machen wir den Zugang zur Unterwelt kaputt. Verbessert unsere Infanterie dann am besten. Schicken die beide los. Oh ja, Halle der Donnerkrieger können wir jetzt erforschen. Für besseren Goldabbau brauchen wir aber auch mehr Holz. Oh, Trolle müssen wir loswerden. Eigentlich wäre es besser, wenn die Helden weiter darauf einschlagen, während die beiden hier die Trolle loswerden. Und ach ja, wir haben ja eine neue Heldin für diese Mission. Regin Life. Valkyrenheldin hat Reichweite, stark gegen mythische Einheiten und heilt sich. Stellung Valkyrie, ja, besonderer Angriff, heilt verbündete Einheiten. Also wie eine normale Valkyrie. Und ja, den Text lese ich jetzt mal nicht vor. Der ist nämlich teilweise zu lang. Und neue Trolle. So, die Upgrades. Das Upgrade. Hier unten noch das Upgrade. Und jetzt werden es leider gerade zu viel Trolle, als dass wir uns auf den Zugang konzentrieren können. Sie macht aber schon viel Schaden mit ihrem Wurfspeer. Und Chiron schießt ruhig erstmal auf die Trolle. Der Zugang zur Unterwelt kann noch etwas warten. Gut. Den reißen wir jetzt schnellstmöglich ein, weil ich glaube, die spawnen immer, wenn wir den Zugang beschädigen. So, die Trolle sind tot, unsere Leute befreit und die Minen sind wieder sicher. Mhm. So, zwei Fischerkutter. Und wir haben jetzt das ganze Dorf bekommen. Sehr schön. Und auch die Einheiten. Skipan. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier... Ja, ich finde Fisch. Gut. So, noch zwei Hersen und dann können wir weiter vorrücken. Oh, hier sind Zwerge gefangen. Ihr habt uns vor den Trollen gerettet. Wir helfen euch, das Gold aus diesen Höhlen abzubauen. Hätten wir uns die Zwerge da oben sparen können. Aber wer weiß sowas schon. So, ein paar neue Helden. An der Stelle können wir die Fischkutter verbessern. Und noch einen dritten Fischkutter, das dürfte dann an Nahrung reichen. So. Während wir uns weiter hier durch die Gegend bewegen. Wir haben jetzt jedenfalls eine riesige Goldmine, wo gerade unser Ochsenkarren rumspackt. Und ein neues Dorf. Helft uns, unsere Stadt zu verteidigen. Errichtet Türme bei den Fahnen, dann schließen wir uns euch an.
errichten sie 5 Türme in der Nähe der Fahnen, die dieses Wikingerdorf umgeben. Ja, das ist kein Problem. Das lassen wir am besten unsere Axtkämpfer machen. Während unsere Helden sich fleißig prügeln. So, der Stoßtrupp da ist fast tot. Sie dürfte ihn aber gleich ordentlich hochheilen. Wenn er denn nochmal auftaut. Ja. Okay, erster Turm gebaut. Machen wir gleich mal den zweiten und wir kriegen Nahrung rein. Das heißt, oh, ich habe einen Hersen verloren. Das heißt, wir bauen hier einfach mal ein Langhaus rein. Auch wenn die eins hätten, was wir jetzt gleich wahrscheinlich übernehmen werden. Übrigens, schön zu sehen, die haben hier ein paar Jarle. Das wäre fast schon eigentlich ein Grund, Kavallerie zu verbessern auf mittlere Kavallerie. So. Machen wir das hier noch, dann werden die halt schneller geschlachtet. Und ich erhöhe mal die Sichtweite von Gebäuden. So, dafür habe ich jetzt nicht genug Holz. Da muss ich warten, bis die Holzsammler wieder was bringen. Dürfte aber jetzt kein so großes Problem sein. Wir können mal kurz gucken, woher die Riesen ständig spawnen. Immer noch nicht genug. Ah, von hier. Nee. Dafür habe ich definitiv nicht genug Truppen. Aber ich sollte meinen Holzabbau mal beschleunigen. So. Dich näher ranfahren, euch beide darüber schicken. Und diese Balliste loswerden, die nervt gerade tierisch. Also ja, aus dem... Aus dem Ding spawnen die Riesen immer. Das ist schon schön nervig. Und vor allem, weil wir jetzt gerade in Reichweite der... Festung gelandet sind. Und gleich die Jarle sterben werden. Ich glaube, da halten wir uns mal raus. Die Jarle können wir eh nicht retten. Wir opfern nur Einheiten. Ne, so einen brauche ich nicht. Ich brauche noch ein paar mehr Hersen. Gegen die Riesen. Genau, die halt ziemlich schnell meine Hersen. So, drittes Zeitalter brauchen wir nicht unbedingt. Nur das Dorf wäre vom Vorteil. Vor allem die Zwergenschmiede. Und wir kriegen viel zu viel Gold, wenn man sich das so ansieht. Wir kämpfen für euch. Cool, haben wir wirklich schon. Warum können wir in der Zwergenschmiede keine Upgrades machen? Skipan. Ach so, weil das eine Zwergenschmiede ist, keine Waffenkammer. Und wir müssen, überqueren Sie den Fluss, um den dritten Clan zu finden. Jo. Der ist dann da hinten. Das heißt, die lassen uns wahrscheinlich jetzt in Ruhe.
Könnt ihr über das Eis gehen? Gut.